Yo, yeah, und willkommen zu einer Vierer-PvP-Runde. Und ach ja, das ist doch gar nicht Jackass Hör, sondern T3M4. Den holen wir uns zuerst. Auch wenn er jetzt beschützt ist, ich kann den besiegen. Okay. Ist irgendwie echt witzig, weil jo. Eigentlich darf es sowas nicht geben, aber naja, was soll's. Ah, komm schon. Komm, einen kriegen wir hin. Schade, schade, schade. Ha! Trotzdem Meister Damage, Bitch. Okay, wir gehen mal schön auf den Kommando. Und dann logischerweise auf den Hüter. Ja, ich hatte gar nicht vor, die Runde aufzunehmen, aber bei sowas. Naja, den Spaß kann man sich mal erlauben. So, den hauen wir jetzt weg. Was haben wir bekommen? Einen Gelehrten. Der macht meistens guten DPS. Bye bye, bra. Komm schon, Mann. Ich hab gesagt, du sollst auf den gehen. Okay, auch dir sage ich schon mal Tschüss. Der Kommando macht eigentlich schon echt heftigen Damage. Holen wir uns noch ein bisschen Heilung. Und ja, auch in dieser Runde haben wir den meisten Damage. Ja, 3k DPS versuchen wir mal zu halten. Hab kommt halt auch die aufgerüstet haben, wo ich die schon mal gemacht habe. So, wieder so weiter. Weiß jetzt nicht, ob der da direkt drauf war oder nicht. Sagen wir es einfach nochmal an. Und dann geht es auch schon in die nächste Runde rein. Ihr könnt den Char gerne adden. Wir können dann gerne PvP zusammenspielen. Ich spiele letzte Zeit echt oft mit dem. Und ja. Keine Ahnung. So, weiter. Okay, jetzt haben wir dich. Komm schon. Nein, nein, nein. Komm schon, das schaffst du. Ey, jetzt hau den einfach weg, Mann. Und es wird. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hau ihn weg, hau ihn weg. Oh! Easy. Nice. Ich weiß nur noch nicht, wem ich die MVP gebe. Okay. Ah, nein, doch nicht die 3K. Okay. Das war doch ganz. Oh. Ernsthaft hat der am Ende noch einen zweiten bekommen. Ich würde sagen, das war doch ganz witzig.
Und gut, dass ich es auch aufgenommen habe, denn man weiß ja nie, was passiert. Bei sowas gehen nur Feiglinge raus und sagen, das trete ich nicht an. Und genau dann musst du da bleiben. Und genau dann musst du sagen, ich stelle mich den zwei. Und selbst wenn ich die erste Runde verliere, wir schaffen es trotzdem. Und ja, dann würde ich sagen, was das. Würde mich über ein Abo freuen, wenn es euch weiter interessiert, wenn ich sowas mache. Oder über einen Daumen nach oben und dann sage ich nur, kommentiert, abonniert und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao! Okay.